So Leute, willkommen zu einem neuen Fanmade Battle in der Kategorie Pokémon Battle Revolution. Ja, es ist der erste Herausforderer in dieser Kategorie und zwar der 6-6 Dino Freak und mit dabei ist der... Hallo. Aaron1997, ja. Der Aaron1997, hi. Hi. So, und es geht los. Ich fange mit Forstelka und er mit Scaraborn und er boostet sich direkt mit einem Schwerttanz. Das ist bei Scaraborn sehr gefährlich. Ja, Scaraborn hat sowieso schon einen brachialen Angriff und dann mit Schwertanz nicht cool. Aber ja. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit und lege meine Steinchen raus. So, Forstelka ist ja mega defensiv und ja, insofern war ich der Annahme, es könnte einen Angriff überleben. Ich habe jetzt nur in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, was Scaraborn einsetzen könnte. Da Scaraborn allerdings ein Kampf-Pokémon ist, wäre ja sowas wie Nahkampf eigentlich am sinnvollsten. Deswegen habe ich erst überlegt, ob ich zu Gengar wechsle, aber nein, ich bin noch drin geblieben. Um meine Giftspitze draus zu legen. Und da kommt der Nahkampf auch schon. Zack. Ja, und trotz Forstelkas großer Verteidigung... Das hat einiges gezogen. Ja, aber selbst wenn, Forstelka hat ja Robustheit und im Fokusgurt, deswegen hätte das eh überlebt. Ja, ich habe mein Forstelka auf Battle Revolution ein bisschen verkackt, aber ich kann es auch nicht mehr ändern, weil sich das wie inzwischen auf meiner Weißen befindet. Ja. Naja, wie dem auch sei. So, jetzt wechsle ich dann doch zu Gengar. Mit dem Lebenorb. Mit dem Lebenorb, ja. Ich wollte ja früher Gengar immer gescarft spielen, aber ich glaube, die Zeiten sind so langsam vorbei. Ja, ich glaube auch. Da kommt Naeroas, da habe ich leider falsch prediktet. Und das tut doch mehr weh, als ich gehofft habe. Ja. Aber ich glaube, Gengar ist schneller als Scaraborn, oder? Gengar ist verdammt schnell, ja. Ja. So, und da er mit Nahkampf ja seine Spezialverteidigung sowieso gesenkt hat, habe ich gehofft, dass der Spukball mit Step und der ganzen Scheiß reicht. Tat er leider nicht. So, und da kommt Vielender, was ein bisschen riskant war, weil Vielender jetzt auch nicht so die mega hohe Trefferquote hat, da wäre Eroas vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber egal, Gengar ist weg. Und beim nächsten Hit auf Scaraborn. Ja, das stimmt. Ah, jetzt habe ich überlegt, was könnte ich da sicher reinwechseln. Und da habe ich mich dann doch für meinen Ramaidon entschieden. Denn mit Ramaidon habe ich eine ganz bestimmte Strategie und die werde ich auch gleich mal versuchen einzusetzen. Ah, ja. Weil Ramaidon hat eigentlich ziemlich beschissene Werte. Nur sein Angriff, der ist absolut kolossal. Und den muss man ja dann irgendwie ausnutzen. Deswegen spiele ich mir Ramaidon natürlich mit Fokusgurt, damit ich eine Steinpolisher raushauen kann, um seine Init zu verdoppeln. Und mit Fokusgurt, ja. Ja, so eine sinnvolle Variante, finde ich. Ja, vor allem gegen Kampf-Pokémon. Das Einzige, was jetzt richtig nerven könnte, wäre halt eine Prio-Attacke. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass Scaraborn sowas nicht hat. Ich überlege gerade. Ruckzuckieb. Ja. Das wär's jetzt. Naja. Nicht sehr effektiv, aber egal, Scaraborn ist weg. So, jetzt steht es 1-1. Aber du hast noch ein angeschlagenes Gunboat. Genau, und ein Ramaidon, das halb tot ist. Genau. Also so gut wie tot. Von den Pokémon her sind wir jetzt also gleich auf, aber wenn man einen Blick in die Teams wirft, sieht es für mich nicht so rosig aus. Ich meine, was da jetzt alles für geopfert werden musste, um das Scaraborn auszuschalten. Und Glurak, das erstmal die Hälfte seiner HP durch die Tarnsteine wegkriegt. Hast du Steinkante, ja. Ja, Steinkante wäre dann so die... Ja, Ramaidon auswechseln bringt dann auch nichts mehr bei den KP. Ja, und Ramaidon müsste jetzt auch schneller sein als Glurak. Ja. Natürlich trifft die Steinkante nicht. Ach, warum auch? Ja, und da kommt Fliegen. Trifft Steinkante auch bei Fliegen? Nee, aber das... Ich weiß nicht, also es wäre vielleicht besser gewesen, wenn damit irgendwas einfach angegriffen hätte, weil Fliegen jetzt, ja, meiner Meinung nach nicht so die gute Attacke ist. Ja. Zum Durchspielen, okay, ja, aber ja, die so Taucher, Schaufler fliegen, es ist einfach viel zu leicht zu predikten. Ja. Und da sieht man es auch schon. Ja, Aquana. Liebe mein Aquana. Aquana ist der Boss. Aquana ist der Boss. So, da ich mir jetzt dachte, ein Glurak gegen Aquana drin zu lassen, wäre dann nicht so die schlaue Wahl, habe ich mir erstmal einen Wasserring gegönnt.
natürlich, auf Zeit spielen. Ja, Aquana ist sehr defensiv bei mir ausgelegt. Und Aquana hat jetzt eigentlich nicht so die guten Verteidigungswerte, deswegen habe ich Säurepanzer auch noch mit drin, weil dadurch ist es... Es kann schwer aufzuhalten sein, also es kann Garados töten, wollen wir es so. Ja, Garados töten, das ist jetzt... Es dauert zwar, aber es funktioniert. Ja. So, in der sehr Überlegung. Interessant. Ja. Kommentiere mal ein bisschen das Kampfgeschehen. Was siehst du gerade? Glurak und Aquana starren einander an. Und er wechselt aus. Was, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war, denn wenn Glurak wieder reingewechselt wird, ja, tut weh. Ist es tot? Nicht ganz. Es hat nicht komplett die Hälfte seiner KP verloren. Simsala war eigentlich eine ganz gute Wahl. Auch wenn es vergiftet wurde, nur leider habe ich ja die zweite Lage Giftspitze nicht rausbekommen, deswegen ist es kein toxisches Gift. Aha. Aber Simsala wird ja meiner Erfahrung nach oft mit Energieball gespielt. Und das würde Aquana ziemlich wehtun und ich habe mein Stativ angetreten. Ja. So, da habe ich aber gedacht, komm, mach so ein Schutzschild, weil kannst Aquana wenigstens noch ein bisschen heilen, bevor du es austauscht. Einfach mal auf Zeit spielen. Warum nicht? Wenn man gerade schon mal die Zeit hat, ne? Ja. Und da kam tatsächlich der Energieball. Hast du sehr gut predicted. Ja, was heißt predicted, ne? War ja eigentlich klar. So, und da ist Aquana wieder fast voll. Okay, gut 6 KP. Diese und 6 KP. Was ist die beste Waffe gegen Simsala? Zumindest in dieser Situation. Eine Frikadelle. Meine Frikadelle, ganz genau, mein Hytyra. Hytyra ist ja sowieso der meiner Meinung nach beste spezielle Tank. Mit den meisten KP. Ganz genau, und mit der unglaublich hohen speziellen Defensive. Ja. Speziellen Defensive, Spezialen. Und da dürfte Simsala ziemliche Probleme gegen haben, weil Psychoshock gab es in der vierten Gen noch nicht. Das wäre jetzt so die einzige Waffe gewesen gegen Frikadelle. Man sieht, der Energieball tut herzlich wenig weh. Ja, das stimmt. Was kommt jetzt? Ja, es macht eigentlich nur Sinn, jetzt auszuwechseln, weil ja. Sala kann absolut nichts gegen Hytyra machen. Ja. Und da kommt Taubos. Fand ich sehr interessant, weil ich ehrlich gesagt selten, sehr, sehr selten gegen Taubos spiele. Und vor allem, was will Taubos gegen Hytyra machen? Taubos ist, wie die meisten Standardvögel, ein physischer Sweeper und Hytyras Normalverteidigung ist unglaublich schlecht. Wieder was dazugelernt. Es hat eine Base von 10, glaube ich. Oh, das ist... Ja. Ja. Wobei Taubos sehe ich sehr selten, weil... Weiß ich nicht. Also meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung jetzt, in meinen Augen ist Taubos sowas wie ein schwächeres Staraptor. Also, weiß ja, ich nicht. Ja klar, Staraptor kann auch Nahkampf und so ein Zeug. Ja, was als Vogel dann schon ein bisschen hart ist. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht kommt doch was mal vor Stalker. Und da war jetzt ein richtiger Luck-Turn, könnte man sagen. Mehr oder weniger. Denn da kommt die Kehrtwende. Ah. Und das überlebt vor Stalker. Es ist nun mal eine große Walnuss aus Stahl. Ganz genau. Die knackt man nicht so einfach. Es ist ein Gunboat. Das bleibt einfach da, wo es gerade ist. Genau. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was dagegen reinkommt. Und es ist ein Stahlos. Ist auf der einen Seite eine ganz gute Wahl, weil die Tarnsteine und die Giftspitzen Stahlos herzlich wenig machen. Allerdings ist Forstaker schneller als Stahlos. Das heißt, ich kann noch eine Lage rausbringen. Da ist natürlich die Frage, was ist nicht schneller als Stahlos? Damos. Ja, vielleicht. Gut. Ja, und das war vielleicht ein Fehler, weil ganz ehrlich, zwei Giftspitzen ist nicht lustig. Da kommt der Eisenschweif, was auch wieder ein bisschen riskant war, da Eisenschweif, glaube ich, hat eine ähnlich schlechte Trefferquote wie Steinkante. Hat, glaube ich, auch 85, nee, Steinkante hat 80, ist auch egal. Ja, kommt auf Herbie hinaus. Ja. Und da dachte ich mir, komm, scheiß drauf, nehme ich Ramaidon. Und da habe ich eigentlich einen Fehler mitgemacht. Ramaidon ist zwar auch schneller als Stahlos, aber
Das Erdbeben war riskant. Einfach deswegen, warum? weil es ist kein Step und Stalos hat eine sehr, sehr hohe normale physische Defensive. Es ist zwar sehr effektiv, aber naja, da habe ich Gott sei Dank den Crit bekommen. Lacker. Sonst hätte mein Ramaidon eventuell noch auf die Bretter geschickt werden können. Natürlich, es ist Pokémon, da geht jedes auf die Bretter. Alles nur Glück. Alles. Alles. Ich kann mir auch 6 Karpados ins Team nehmen. Alles Glück. Alles Glück. Da kommt wieder Taubos. Und da sieht man, Taubos hat so gut wie keine KP mehr. Also, naja, wie man es nimmt. Mehr als Ramaidon. Ja. Ja, das stimmt. Da kann ich jetzt auch mit Ramaidon nicht mehr viel machen. Und da... Ja, das war jetzt vielleicht nicht so der mega kluge Zug, weil Taubos jetzt auszuwechseln bedeutet den Tod für Taubos wegen den Tarnsteinen. Ja. Es sei denn, er hat einen Zwinner, aber das glaube ich einfach mal nicht, weil sonst denke ich mal, hätte er ihn schon längst gespielt. Stimmt, Zwinner gibt es ja auch noch. Ramaidon ist jetzt zwar tot, aber naja, Taubos im Grunde jetzt auch. Und da kommt Quappo. Oh. Eigentlich ein ganz cooles Pokémon, wie ich finde. Auch wenn ich es nicht spiele. Ich finde Quappo viel zu überhyped. Inwiefern? Ja, es ist halt einfach nur ein Wasser-Pokémon, das Kampfattacken kann. Ja, okay. Da kann man nichts mit machen. Also nicht. Und wirklich. Da kommt Aquana. Da habe ich ja die Intention mit Säurepanzer verfolgt. Ich wollte erstmal gucken, was dieses Quappo macht. Es spawnt dich. Ja, für gewöhnlich hat Aquana hat nicht so eine hohe physische Defensive. Ich glaube, bei auf Level 50 liegt die bei 90 oder so. 90, das ist mehr als... Nee. Doch, nein. Egal. So, und da kommt etwas, was ich nicht verstanden habe. Passt gut auf. Säurepanzer wäre natürlich jetzt eine gute Waffe, weil Quappo kann ja eigentlich nichts Brauchbares, Spezielles, von daher... Naja. Da kommt die Hypnose. Und ich hasse es, wenn die Hypnose trifft. Hat ja auch nicht die größte Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube auch 70 oder so. Ich weiß es gerade ja, nicht. Ah, irgendwie so. Da wollte ich jetzt, habe ich überlegt, was könnte ich jetzt tun? Schlafendes Aquana ist nicht so mit den Verteidigungswerten. Ich habe überlegt, komm, wechsel zu Gengar ein, aber ha, tot. Es wäre ein guter Einfach Konter. So. Es wäre ein guter Konter gewesen, weil mein Gengar kann Energieball und Donnerblitz. Und jetzt pass auf. Oh. Das habe ich nicht verstanden. Weil Power Punch hätte Aquana mit Sicherheit, also gehe ich jetzt mal von aus, hätte es definitiv gekillt. Ja. Hätte ich den Säurepanzer nicht bekommen. Was ich nicht verstanden habe, ist, normalerweise ist es so, ich weiß nicht, ob das bei Hypnose auch so ist, scheint nicht so zu sein, aber wenn normalerweise, wenn ein Pokémon einschläft, es schläft mindestens eine Runde. Das ist erst ab der 5. Generation gewesen, glaube ich. Meine ich nicht, aber kann sein. Ich weiß es nicht. Da müsst ihr mich dann eines Besseren belehren. War auf jeden Fall trotzdem ziemlich glücklich, dass ich direkt wieder aufgewacht bin. Ja. Und dann mache ich auf mein Schutzschild, um mich ein bisschen zu heilen. Und einfach nur, um das Vieh auszustallen, jetzt durch das Gift. Also noch eine Runde und Quappo ist weg. Ja. Und da kommt der Wasserring bestimmt wieder. Genau. Ich liebe immer auf Zeit spielen. Ich liebe Aquana. Wer tut das nicht? Es ist toll. Yay, Wasserring. So, und da ist Quappo jetzt ausgestallt worden und... Ja, was hat er jetzt noch? Er hat das Glurak und er hat das Taubos. Und die sind beide nach einem Hit K.O. Mit ja, im Prinzip, die werden eingewechselt und sind weg. Ja. Also auf jeden Fall Taubos. Oh, ich schmeiße Schiffe durch die Gegend. Tut mir leid, Leute. Glurak hat dann, glaube ich, noch 2 KP. Was mich eigentlich gewundert hat, weil ich war immer der Annahme... Ah, nee, stimmt, der hat es im Saal, hat er auch noch. Genau. Ah, genau. Ah, genau, das im Saal ging mir auch sehr auf die Eier. Denn, das Problem ist, es sind jetzt zwar Toxic Spikes auf dem Feld, aber das ist im Saal immer noch eine normale Vergiftung. Ja. Und dieses Simsala wird so gespielt, wie ich es eigentlich nie erwartet hätte. Und wie? Also normalerweise, wenn ich Simsala spiele, dann kompletter spezieller Sweeper. Vielleicht noch mit Gedankengut, also so ein Call-Mind-Simsala, aber
Dieses Simsala ist etwas anders und das wirst du gleich sehen. So, jetzt ist Aquana erstmal wieder voll. Und da wechselt natürlich wieder Hightaira ein. Selbstverständlich. Ja, ist halt die beste Waffe gegen Simsala, ne? Natürlich. Solange es keine Kraftreserve Kampf hat, aus irgendeinem Grund, und das irgendwie... Wobei selbst die dürfte nicht großartig wehtun bei Hightaira, bei der hohen Spezialdefensive und dem KP. War jetzt nur ein Gedanke. Ja. Tada! Und da kommt das, was ich so hasse. Oh, Genesung, und genau. Und da habe ich mich dann so aufgeregt, weil es kein toxisches Gift war, sondern normales. Weil mit toxischem Gift wäre das viel früher oder später auf die Bretter gegangen, aber nicht mit, ja, normalem. Ja. Und so spielen die, so, ich habe noch nie so einen Simsala gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, kann man ja machen. Und den Reflektor habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Weil alles, was ich gerade so auf dem Feld habe, ist speziell. Ja. Vielleicht hat er gedacht, er könnte Hightaira irgendwie ausnocken und dann gegen die anderen. Ja. Man muss natürlich bei Pokémon schon etwas weiterdenken. Das, was ich nicht kann, quasi. So, Psychokinese, Volltreffer, barra. Genau. Wird schon klappen. Was er machen könnte, wäre natürlich mit Energieball jetzt die Spezialdefensive von Frikadella runterhauen, bis er irgendwann mit der Psychokinese das Vieh töten kann. Das dauert aber. Das dauert verdammt lange. Dann das Gift und der Flammenwurf zwischendurch. Und Hightaira kann auch Weichei. Das würde sich... Voll ein Weichei. Ja, das würde sich ziehen. Da kommt die Psychokinese. Das tut erstaunlich wenig weh, dafür, dass es ein Simsala mit Step ist, ne? Ja. Und Volltreffer, yay! Du hast so ein Glück. Ich weiß. Ja, und da ist Simsala weg. Und damit wäre das Spiel entschieden. So ziemlich, es sieht nicht wirklich gut aus. Taubos ist quasi tot und Lugak auch. Kann auch nicht viel. Selbst wenn es... Ja, nehmen wir mal die Tarnsteine weg. Lugak könnte trotzdem nicht viel gegen... Wobei doch mit Fliegen. Ja, okay, aber... Ich bin halt nicht so ein Fliegen-Fan, ne? Ja. Und da kommt mein Aquana wieder. Aquana ist so nervig. Oh ja. Ich mag diese Combo Blitzer und Aquana in einem Team. Lokanonade, ja. Verzweiflungsmove. Weil Aquana Blitzer ist einfach cool, weil wenn jemand versucht, Aquana mit einer Elektroattacke anzugreifen, wechselt es einfach gegen Blitzer und heilt es dabei Blitzers KP und ist alles cool. Ja, und Aquana Regentarn, Blitzer Donner, Ende. Oh ja. Obwohl, kann Blitzer Donner? Blitzer kann auch selber Regentanz lernen. Oh, cool. So, und mit dem Eisstrahl ist Lurak weg. Und damit wäre das Spiel komplett entschieden. Genau, jetzt kommt Horbos rein und das wird dann, ja, direkt K.O. gehen. Yep. Das war sein letztes Pokémon. Deswegen, meine Faustregel ist, wenn man ein Feuerflug-Pokémon oder irgendwas mit einer vierfachen Schwäche gegen Stein im Team hat, immer einen Spinner dabei haben. Ja. Das ist so Ramot in der fünften oder halt Glurak, Sichlor, immer ein Spinner, sonst, ja, passiert sowas. Aber gut. Eine gute Taktik. Ja. Ja, Leute, das war's dann mit dem ersten Kampf in Battle Revolution. Vielen Dank Dino Freak fürs Mitmachen und danke Tim fürs Mitkommentieren. Ja, gerne. Gut, Leute, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.